Puder auf deine Nase? Hey, was ist das für ein Geräusch? Oh nein, jemand hat die Badewanne laufen lassen. Schnell, schnapp dir die Katze und renn. Wir haben den Wasserhahn ausgeschaltet, oder? Ach, es ist heutzutage einfach nicht mehr sicher für eine Katze. Gut, wir haben trockenes Land gefunden. Lasst uns jetzt erstmal versuchen, uns zurechtzufinden. Wir brauchen das Wesentliche, wie Handys natürlich. Oh nein, Swipe! Ja, kaufe das! Wow, was für eine schnelle Lieferung. Du musst ein gutes Trinkgeld gegeben haben. Natürlich geht nichts über ein DIY-Projekt. Klebeband. So nützlich, wie es klebrig ist. Und bald hast du auch ein Katzenhaus. Es ist Zeit für eine Lippenstiftpause. Hoppla. Aber es ist eine schöne Farbe. Wie wäre es, wenn wir die Liebe verbreiten? Deshalb solltest du niemals den Lippentag auslassen. Hello, Kitty. Was dich betrifft, nun, du hast einen Apfel. Oh, er hat einen Wurm, einen Gummibärenwurm. Lecker. Eifersüchtig? Das solltest du auch sein. Denn mit einem Apfel kannst du dir einen neuen Stempel machen. Schau, eine Katzenpfote. Füge etwas Farbe hinzu. Und her mit der Pfote und weiter so. Oh, sie hat eine Geldpistole. Vollgeladen. Komm schon, verteile den Reichtum. Zeig uns das Geld. Wer hätte gedacht, dass Dachdecken so teuer ist? Lass uns auch ein neues Dach zu deinen To-Dos hinzufügen. Hey, diese kleinen Quadrate sind genau das, was wir brauchen. Ordne sie in einer Reihe an wie kleine Schindeln. Und sieh mal, es sieht aus wie ein Regenbogen. Nun, irgendwie. Hey, hast du noch etwas Kleingeld übrig? Lass es uns ausdehnen. Oh, das geht aber noch größer. Wow, weißt du, sie sagen, Geld öffnet Türen. Aber wir gehen den direkten Weg. Wie wirst du die Kälte draußen halten? Ah, einmal mehr wird geliefert. Und schau, es passt perfekt. Man ist nie vollständig angezogen ohne eine Krone. Machen wir also ein paar Selfies. Aber wir wissen, wer die wahre Königin des Schlosses ist. Kitty. Aber wer braucht eine Krone, wenn man Socken hat? Sie kommen sehr gelegen, wenn man Privatsphäre will. Oh, vielleicht solltest du reingehen. Hoppla. Aber zuerst möchte sie einen beeindruckenden Auftritt hinlegen. Fuchs Butler, du kennst ja das Prozedere. Es ist Zeit, dass du den roten Teppich auslegst. Komm schon, nimm eine Pose ein. Lächle für die Kamera. Und tut mir leid, sie gibt keine Autogramme. Aber wenn du nur noch rot siehst, brauchst du ein paar mehr Farben. Lass uns jetzt loslegen. Wie wäre es, wenn wir das Tempo erhöhen?
Jetzt kannst du immer über den Regenbogen laufen. Wow. Oh, du bist ausgesperrt. Nun, wir können etwas machen, um zu helfen. Und ich glaube nicht, dass das ein Türknauf ist. Füge ein Cover und einige Zahlen hinzu. Und wir haben ein Kartenlesegerät. Ach, du musst deine Karte einstecken. Und schon bist du drin. Aber mit dieser Ratte ist es eine andere Geschichte. Keine Sorge. Ein bisschen Käse wird sie ablenken. Aber wir wollen sie nicht abschrecken. Sie wird unser neuer Türknauf. Werfen wir also mal einen Blick hinein. Rosa Wände? Niedlich, aber da geht noch mehr. Fuchs Butler, wir brauchen etwas rosa Fell. Außerdem werden dadurch deine Beine sommerfit. Nun, lass es uns an den Wänden festklammern. Spulen wir etwas vor. Ah, viel besser. Und du? Hast du irgendwelche Deko-Ideen? Gute Idee. Efeu. Hoffentlich nicht die giftige Sorte. Oh, das ist eine zähe Pflanze. Oh, ich glaube, sie mag dich. Nun, jetzt hängen wir es an die Wand. Es ist wie dein ganz persönlicher Indoor-Garten. Als nächstes können wir einige Spielzeuge verwenden. Es braucht wirklich viel, um sie zu beeindrucken. Wie unser Silbertablett-Spezial. Ein riesiger Teddybär. Füge ein Kissen hinzu. Und er ist der beste Platz im Haus. Chilis. Vorsicht, die hat es in sich. Klasse, das waren seine besten Jeans. Nun, jetzt können sie sein bestes Kissen werden. Stopfe es mit all diesen Stofftieren aus. Es sind die Gestopften, die den Ungestopften helfen. Dies wäre ein so stolzer Moment. Wenn er nur eine Hose tragen würde. Als nächstes benötigen wir ein Babymobil. Keine Sorge, sie kann das entschädigen. Ich schätze, jeder hat seinen Preis, sogar Babys. Hänge es jetzt einfach auf und genieße es. Oh, was ist in der Box? Kakerlaken? Nun, zumindest haben wir die Box. Und ein paar andere Dinge, die darin aufbewahrt werden. Mach einige Löcher und es ist ein neues Katzenspielzeug. Oh, es ist heiß. Könnte etwas Wasser gebrauchen. Lass uns nichts verschwenden. Gieße es in die goldene Toilette und deine Katze kann ein Getränk haben. Und Garnelen. Nun, du hast eine Plastikflasche und etwas Wasser. Also bring alles zusammen. Füge einen Plastikbehälter hinzu und es ist ein Wasserspender. Vergiss die Snacks nicht. Zeigen wir den Kätzchen ihr neues Zuhause. Beginne mit einem Getränk und einem leichten Meeresfrüchte-Mittagessen. Babys wissen wirklich, wie man lebt. Gönne dir jetzt ein schönes Nickerchen.
Komm schon, Kätzchen. Du bist die Königin dieses Schlosses, also genieße deinen Thron. Wie wäre es mit einem Snack? Es ist dein Lieblingstrockenfutter. Und probiere dein neues Spielzeug aus. Es ist fast perfekt. Aber ich denke, beide Katzen brauchen noch etwas. Einander. Oh, ist das nicht süß? Die Katzenliebe ist die beste Art von Liebe. Nun sind sie alle eine große, glückliche Familie. Leg sie dorthin, Kumpel. Oh, was für ein glückliches Ende. Leider ist es noch nicht vorbei. Es sieht so aus, als wäre der Katzenfänger auf der Jagd. Und ich glaube, er ist kurz davor zuzuschlagen. Oh, kann denn niemand diese Katze retten? Keine Sorge, dieses Mädchen eilt zur Hilfe. Jetzt holen wir dich aus dem Netz. Und bringen dich zum Tierarzt. Okay, das sieht nicht gut aus. Aber vielleicht hilft das ja. Zurücktreten. Naja, das hat nicht funktioniert. Moment. Ich glaube, sie hat eine Idee. Zeit für unsere Geheimwaffe. Katzenfutter. Das könnte Wunder bewirken. Hey, wirst du das zu Ende bringen? Jetzt, wo es dir mental gut geht, hübschen wir dich auch von außen auf. Unser Spezialhandschuh macht's möglich. Zeit für ein paar ernsthafte Streicheleinheiten. Oh, schau mal, was die Katze angeschleppt hat. Machen wir die schmutzigen Pfoten sauber. Dieser Seifenspender wird helfen. Oder zumindest mal mehr Spaß bereiten. Jetzt ist es an der Zeit, ein wenig zu bürsten. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Wir massieren alle deine Sorgen weg. Ehrlich gesagt, hat sich Druck noch nie so gut angefühlt. Oh nein, dein Armband. Was machen wir mit den ganzen Perlen? Klar, benutzen wir sie für eine Bastelarbeit. Mach einen Pfotenabdruck. Und lege einige Perlen hinein. Fixiere sie mit etwas Epoxidharz. Wenn es getrocknet ist, drehe es um und grab. Das ist wie eine kleine Schatzsuche. Doch unser wahrer Schatz ist genau hier. Zeit für einen Snack. Oh, Mama ist zurück. Wie willst du die Katze erklären? Oder noch besser, sollten wir diese Bananenschalen sinnvoll nutzen? Niemand hier außer uns Bananen. Ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt, um die beiden einander vorzustellen. Oh, ich wähle dich, Pikachu. Hey, ist das nicht ein Maus-Pokémon? Oh, aber schon okay. Wir können ihn retten. Gib einfach ein paar Teile zu einem alten Rohr. Pikachu ist größer geworden. Wickle nun ein Seil um das Rohr. Und vergiss seine anderen Teile nicht.
Jetzt ist er ein brandneuer Kratzbaum. Und ich glaube, er ist bereit für einen Spielkumpanen. Oh, und jetzt seid schön brav, ihr zwei. Was haben wir denn hier? Einen Holzbalken. Geben wir ihn zu einem Holzquadrat. Ein Scharnier hält alles an seinem Platz. Wir müssen es schön stabil halten. Jetzt machen wir ein paar Ebenen dazu. Schöner Mittelteil. Und nun zum obersten Stockwerk. Das ist etwas hart. Suchen wir uns was Weiches. Ein paar Kissen zum Beispiel. Oh, schau, die passen perfekt. Was können wir noch verwenden? Ha, Vorhänge. Wir nehmen einige Schnitte vor. Und dann binden wir es drumherum. Schon bald hast du ein neues Himmelbett. Dieser Kratzbaum sieht nach einer Menge Spaß aus. Bitte sag mir, dass das nur Saft ist. Ew. Naja, diese Socke hat schon bessere Tage gesehen. Ew. Diese Mini-Toilette könnte nützlich sein. Füllen wir sie mit Katzenstreu. Und unser Katzenfreund kann es direkt ausprobieren. Okay, ich hole die Schaufel. Hey, was ist hier drunter? Bücher. Sie verwandeln sie in unsere neue Katzentreppe. Natürlich landen Katzen immer auf ihren Füßen. Die Kekse verbrennen. Und während sie nicht hinsieht, hat Luna Lust auf Hühnchen. Holen wir dir was zu essen. Schmiere etwas Futter auf diese Leckmatte. Damit ist Kitty beschäftigt. Also, wer will Pizza? Oh nein, das ist deine zweitliebste Pflanze. Gut gefangen. Hier ist eine Idee. Sammle ein paar alte Federn. Und mach sie an deine Schuhe. Jetzt kannst du Luna im Auge behalten. Zeit für einen neuen Tag. können wir uns dieses Handtuch leihen? Jetzt brauchen wir nur noch einen kleinen Gürtel. Heute sind alle so großzügig. Gib es hinein, drehe es, wende es. Und schon hast du eine kleine Hängematte. Jetzt musst du sie nur noch aufhängen. Machen wir doch auch eine für die Katze. Zeit für einen wohlverdienten Snack. Oh oh, das gibt einen Fleck. Wir könnten es einfach vertuschen. Sieht aus, als wäre dir die Katze zuvorgekommen. Wir könnten auch einfach waschen. Aber diese Fellbürste sollte den Zweck erfüllen. So gut wie neu. Oh je, was hat es mit dieser Katze und den Pflanzen auf sich?
Schon okay. Tu eine Socke in ein Glas. Fülle sie mit Samen und Erde. Gieße sie und sie wird schon bald wachsen. Wow, das ging schnell. Füg ein paar Augen hinzu. Jetzt ist es der neue beste Freund deiner Katze. Oder ein Snack. Wie auch immer, diese Katze bevorzugt Futter mit Gesichtern. Oh, da wünscht man sich doch, man hätte einen Katzenfreund. Naja, nichts, bei dem ein wenig Scrollen nicht helfen könnte.